Ja, Leute, herzlich willkommen zurück an all die, die an dem Postgame von Pokémon Mond interessiert sind. Ich würde mal sagen, das schneiden wir hier mal geschwind raus oder brechen es ab und gehen direkt ins Spiel rein. Ich habe im letzten Part alles geklärt. Ich hoffe, es war verständlich für alle, was ich jetzt in diesem Postgame machen möchte. Und ja, Xena ruft an. Ich habe gerade ein Signal von deinem Zygarde-Würfel empfangen. Der geheimnisvolle Organismus, den er soeben absorbiert hat, ist ein Zygarde-Kern. Zusammen mit Zygarde-Zellen bildet er einen grundlegenden Baustein für den Körper eines Zygarde. Das Besondere an so einem Kern ist, dass er die Erinnerung an eine Attacke enthält, die Zygarde später wird einsetzen können. Komischer Satzbau. Du kannst ein Zygarde über den Zygarde-Würfel also auch bestimmte Attacken erlernen lassen. Das solltest du unbedingt mal ausprobieren. Au revoir. Interessant, also das war jetzt praktisch hier die Grundzelle, die bekommt man komischerweise hier. Ist da vielleicht irgendwas drin? Ah, ne. Wir sind mit unserem Umzug immer noch nicht vorangekommen anscheinend. Obwohl wir ja jetzt hier schon längst fertig sind mit der Erkunden der Region, aber es gibt noch viel zu sehen. Doch jetzt müssen wir uns erstmal wieder durch Text durchquälen. Und ja, wie gesagt, das was jetzt alles noch Neues dazu kommt, das bewerte ich dann praktisch live. Also da gibt es kein späteres Review noch dazu. Ich habe meine Prozentzahl schon im letzten Part abgegeben. Bitte diesbezüglich den letzten Part anschauen, wenn ihr daran interessiert seid. Na, mein Schatz, du musst ja ganz schön geschafft gewesen sein, so tief und fest, wie du geschlafen hast. Aber seht mal, wen die Meeresbrise reingeweht hat. Ich bin's, Tali. Maut. Oh, das ist ja ein Mauzi aus Kanto. Hui, wie die Münze auf seinem Kopf glitzert. Ich habe Opi doch endlich mal sein ganzes Können im Kampf entlocken können. Und weil ich als Belohnung ein paar tolle Sachen bekommen habe, dachte ich mir, ich gebe auch etwas davon an Lukas. Das Fuegronium Z und das Primarenium Z. Ja, das sind die Kristalle für die anderen Starter. Damit wirst du unschlagbar sein, Lukas. Oh, wir werden Sieger sein. Das ist echt nett von dir, Tali. Was ich bei der Gelegenheit mal fragen wollte, ist Kanto eigentlich sehr weit weg? Ist schon recht weit, ja. Wie man es nimmt, würde ich sagen. Ein Mautisprung ist es natürlich nicht gerade. Aber wenn du da mal hin möchtest, kannst du das jederzeit tun. Also gut, dann steht die Sache hiermit für dich fest. Ich trainiere fleißig weiter, um noch viel, viel stärker zu werden. Dann gehe ich meinen Pokémon ganz groß auf Reisen. So kann ich dann auch Lili und meinen Papa wiedersehen. Dein Papa? Ja, genau. Er war ein ziemlich starker Trainer, aber irgendwann hatte er wohl einfach genug davon, immer nur der Sohn des Inselkönigs zu sein. Daraufhin hat er eines Tages Alola verlassen, um woanders Arbeit zu finden. Diesbezüglich möchte ich auch was sagen. Das könnte eventuell auf ein neues Remake von der ersten Generation anspielen. Also das hat was zu bedeuten. Ich werde mich jedenfalls so lange den Herausforderungen im Kampfbaum stellen, bis ich gegen Lukas gewinne. Wenn ich dann meinen Papa wiedersehe, kann ich ihm zur Begrüßung gleich den Titel des Champs als Geschenk präsentieren. Toll, Tali. Aber sag, was genau ist denn dieser Kampfbaum, von dem du da sprichst? Der befindet sich im hintersten Winkel von Pony. Wer die Inselwanderschaft erfolgreich hinter sich gebracht hat, oder zumindest meint, ausreichend stark zu sein, kann sich dort mit gleichgesinnten Trainern messen. Ich freue mich schon drauf. Lukas, das werden die besten Kämpfe überhaupt. Seh mich nicht so an. Hört sich toll an. Ich kann es immer noch nicht glauben. Du bist wirklich der Champ. Da werden dich jetzt viele draußen herausfordern wollen. Maut. Was auch immer das zu heißen hat. Also es gibt natürlich Dinge, von denen ich noch nicht gehört habe, die wir auch in diesem Postgame nicht machen werden. Aber zuvor bekommen wir jetzt erstmal hier was Wichtiges. Psst, du da. Du bist doch Lukas, oder ja? Gut. Ich bin im Auftrag einer gewissen Person hier. Bevor du Fragen stellst, seh dir das hier an. Das Item seltsame Karte. Lies es dir in Ruhe durch, dann wirst du alles verstehen. Du verstehst sicher, dass ich dich darum bitten muss, diese Sache hier geheim zu halten. Ja, also das soll praktisch unseren Ultra-Bestien Auftrag da darstellen oder so in etwa. Auf jeden Fall habe ich jetzt was anderes vor, und zwar habt ihr es ja vielleicht im letzten Part mitbekommen, diesbezüglich auch. Schaut euch den letzten Part an, wenn ihr es nicht getan habt. Wir müssen jetzt zu dieser blöden Ruine da, weil ich nämlich gerne Kapuriki nachtragen möchte. Und danach möchte ich gerne mein Pokémon-Team, so wie ich es jetzt habe, wieder so umkonstruieren, dass es wieder das alte Pokémon-Team ist. Und ich muss mal geschwind schauen, wohin es da für uns geht. Also es gibt hier natürlich einiges, was noch unentdeckt ist.
Tänkerradhügel, Trainerschule. Ja, genau, Ruin des Kriegers. Da müssen wir hin. Ich habe im Internet gehört, dass wir tatsächlich nochmal die Chance bekommen, gegen das Teil zu kämpfen. Ich hoffe es doch zumindest, weil es ist das einzige Faire an Fairness. Was ist denn das? Lukas, hey, nicht aufhören, macht schön weiter. Ja, was auch immer. Also ich möchte jetzt keinen Rematch hier großartig machen. Da werden wir auch mal schauen, wie das dann mit den Rematches aussieht, ob ich da dann eventuell doch irgendwas mache. Also für Tali bin ich gerne bereit. Alles andere ist mir scheißegal. Eventuell holen wir uns dann auch noch Ding Typ 0 ab. Können wir tatsächlich machen. Aber für uns geht's erstmal hier hin. Da können wir uns auch das Item holen, welches ich nicht einsammeln durfte, welches verboten war. Weil ihr müsst nämlich wissen, in Pokémon Mond ist in. Oder nee, in Sonne. In Sonne ist es mir gelungen, das Teil zu fangen. Hier habe ich es verkackt. Also beim ersten Mal. Und jetzt, da wir auch abspeichern können vor dem Teil, denke ich mal, dass es uns eine zweite Chance gibt. Ansonsten wäre das wirklich an einer Unverschämtheit am nächsten. Ich denke mal, das ist auch das Erste, was wir machen würden, und zwar diese vier Deppen hier fangen. So, speichern wir einfach mal ab und hoffen, dass das Teil uns eine neue Chance gibt. So, ich habe gespeichert. Alles ist gut. Mit deiner Hand aus dem Brust die Statue. Ricky, sehr gut, dankeschön. Das war das Einzige, was ich wissen wollte. Wenn ihr es jetzt allerdings hier besiegt und nicht abgespeichert habt, dann seid ihr echte Opfer, weil dann dürft ihr die ganze Pokémon-Liga nochmal machen. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall intelligenter vorgehen. Wir haben ja schon mal gegen es gekämpft, da weiß ich jetzt, was effektiv ist und was nicht. Okay, als ob das letztes Mal schon großartig das Problem war, das ist jetzt die andere Frage, die hier keine Sau beschäftigt. Ich weiß auf jeden Fall, dass einer dieser vier Schutzpatronen sehr nervtötend ist. Oder sehr nervtötend sein kann. Denn ich habe das alles ja schon mal erlebt. Warum ist da immer noch der Superball registriert? Ich verstehe es nicht. Kann man da vielleicht was anderes registrieren? Wie ein Hyperball? Jetzt habe ich mit Y das Ganze bestätigt. Ich hoffe, dass das jetzt für den Y-Knopf übernommen wird. Okay, Fangrate 0. Oder ne, Fangrate 5 hoch 15 oder was? Ja, okay, Kreuzhieb. Jetzt muss ich praktisch das Schicksal eines meiner Pokémon entscheiden, von meiner anderen Edition. Ja, Kreuzhieb ist eigentlich ganz schön und so weiter und so fort, aber ich möchte lieber meine anderen Attacken behalten. Bekannte Attacken behalten. Ein Unlicht-Pokémon und eine Kampfattacke, das passt überhaupt nicht zusammen. So, das ist Kaburiki. Ich lese bei den legendären Pokémon immer die Pokédex-Einträge vor. Ja, du hast ein Schutzpatronen-Pokémon registriert, schaust dir doch gleich mal genauer an. Also es ist vom Typ Elektrophäe. Mit atemberaubendem Tempo bringt es Gegner aus dem Konzept. Es ist aufbrausend, vergisst aber sofort, warum es so wütend geworden ist. Interessant. Und da gebe ich jetzt irgendwelche Namen, die keiner braucht. Dem gebe ich jetzt den Namen. Ich weiß nicht, soll ich dem wirklich jetzt Namen geben? Ich würde gerne so hawaiianische Städte nehmen, aber mir fällt es keine großartige ein, außer Honolulu. Wenn Honolulu überhaupt eine Stadt ist, also dann nennen wir sie einfach mal, oder dann nennen wir das Teil einfach mal Sword Art Online. Nee. Instinct. Oh Gott. Ricky. Einfach mal Kikari. Ähm,
Ja, das ist übrigens auch sehr positiv. Wenn wir eine volle Party haben, haben wir nämlich die Auswahl, ob wir es ins Team reinnehmen wollen oder auf die Box transferieren wollen. Und ich transferiere es einfach mal in die Box. Und das war's. Wir haben den ersten Schutzpatron gefangen. Die mache ich natürlich nach Reihenfolge. Also der nächste Schutzpatron, der dran glauben muss, ist der von Akala. Ich meine, dass wir im Falle von Akala und von Ula Ula sowieso schon da waren, also bei dieser, beim Schrein. Jetzt allerdings möchte ich gerne Ding, was eigentlich Mele Mele komplett abschließen. Ich möchte ja eigentlich gerne Fliegen auswählen, aber ich weiß natürlich, dass es nicht geht. Denn erst zum nächsten Part werde ich das Ganze transferieren. Und ja, also wir haben das hier noch nicht gesehen und haben das hier noch nicht gesehen. Ich würde mal sagen, wir besichtigen erstmal hier die Calais-Bucht. Es ist ein bisschen schwer, da hinzukommen. Jetzt muss ich erstmal herausfinden, wo das Mele Mele Blumenmeer ist. Mele Mele Blumenmeer. So, da geht's rein. Es ist wirklich zum Kotzen. Ich glaube, wir hätten das schon vorher machen können. Ihr müsst nämlich durch dieses Loch durchschlüpfen und dann kommt ihr da nach... Okay, da kommt ihr noch nicht da nach unten, da kommt ihr erstmal zu einem Fluchtseil. Auch eine schöne Sache, wie ich finde. Dann habt ihr halt hier noch ein paar Items, das ist sehr schön. Die Trainer sind diesbezüglich übrigens auch sehr leicht zu besiegen. Was auch eigentlich schade ist, aber gut. Man kann nicht alles haben. Es gilt mal wieder so, man kann halt nicht alles haben und deswegen kriegt man ja auch noch einen Top-Beleber. Ja, ich habe mir übrigens davor auch nochmal ein Internetvideo angeschaut, weil ich es mir selbst nicht gemerkt habe. Ich fand diese Information so irrelevant. Ja, hier kann man teilweise noch richtig gute Items bekommen. Die haben uns alle geholfen, sicherlich bei der Top 4. Und hier, dass man hier was bekommt, ist auch offensichtlich. Sternstück kann man gut verkaufen. Aber ich sage euch, Leute, in wahren Geldreigen werden wir sowieso noch fallen oder verfallen. Oder ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Wie soll ich das jetzt kommunizieren? Und sowas gibt es hier auch noch. Hier kommt man zu einem Expertengurt. Ist das nicht schön? Ich finde das schön. Bevor wir dann schlussendlich hier unten ankommen. Und da haben wir noch ein Item. An das kommen wir ganz leicht. Über einen kleinen Umweg. Und so haben wir die ganze Höhle gesäubert, könnte man eigentlich meinen. Dann kommen wir hier raus. An der wunderschönen Calais-Bucht, oder ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Das Wasser schimmert so schön. Oh mein Gott, könnte es sein, dass wir hier das Spiel verbuggen? Oh Gott, ich will es gar nicht ausprobieren. Weil ich habe ja ganz klar nicht aufs Wasser gezeigt. Es könnte gefährlich sein. So, Netzball. Stellt ihn ins Netz. Okay, Zygardezelle nicht vergessen. Ja, also die ich sehe, die für mich erreichbar sind, die nehme ich natürlich auch an mich und verstaue sie für immer und ewig in meinen Gedärmen. Nee, das nicht. Und das Schutzitem wirkt nicht mehr, sehr gut. Auch sehr wichtig, hier bekommt man TM05 Brüller, für die es nicht wissen, jetzt wisst ihr's. Und ja, ansonsten hier tolle Draufsicht, die einem überhaupt nichts bringt. Also diese Kamerafahrten, die können einem echt auch manchmal den Verstand rauben. Und dann kriegt man hier noch einen Tauchball. Und das war's, glaube ich, soweit. Ne, jetzt kriegt man hier noch lustigerweise eine Riesenperle. Das, was da hinten ist, können wir nicht erreichen. Und ja, das war's soweit. Also, ich verabschiede mich für diesen Part, Leute. Und im nächsten Part sehen wir unser altes Team wieder, so wie ihr es gewohnt seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.